Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Karrieremodus mit Real Madrid. Heute spielen wir gegen Osasuna und gegen den FC Sevilla. Wir werden heute erstmal mit der B11 gegen Osasuna spielen, also als Simulation. Und danach geht es dann auch sofort wieder ran gegen den FC Sevilla. Das könnte auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Match sein, wie ich finde. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz gucken, wo der FC Sevilla auf welchem Platz ist. Das werden wir mal kurz schauen. Das kann sich natürlich noch ändern nach dem Spiel gegen Osasuna, aber das ist schon mal eine grobe Richtung. Der FC Sevilla ist auf Platz 8 mittlerweile. Also, spielen wir so oder so. Wir haben ja eigentlich die Regel, Top 10 wird gespielt, der Rest wird simuliert, aber wenn Sevilla jetzt nicht Top 10 wäre, dann würde ich da eine Ausnahme definitiv machen, weil es ist immer noch einer der besseren Clubs in Spanien. Also, wir wechseln mal ganz kurz durch, damit wir vorbereitet sind für das große Match gegen Osasuna. Ah, das könnte spannend werden. Naja, mal gucken. Morata wird auf jeden Fall mal spielen für Dybala und Bale kommt erstmal raus für Deulofeu. Ronaldo darf auch mal kurz raus, denke ich. Der ist ja immer fit, ne? Das ist total krass. Der ist immer fit. Komm, lass mal den drin. Scheiß drauf. Und Marcelo geht raus und dafür kommt dann Coentrão mal rein, damit wir auf jeden Fall mal gut durchgewechselt haben. Pepe darf ruhig weiterspielen. Ich denke mal, Sergio Rico kriegt auch die Chance, sich mal zu behaupten. Und dann werden wir mal sehen, wie wir gegen Osasuna spielen werden. Ob wir da gewinnen können, ob wir da verlieren, ob wir unentschieden spielen, das ist halt die große Frage jetzt. Aber ich denke mal, dass wir eigentlich Osasuna schlagen müssten, auch mit dem B-Team oder mit der B-11. Das wäre auf jeden Fall sehr überraschend, wenn wir es nicht tun würden. Hier sehen wir auch die letzten Ergebnisse. Ja, waren sogar relativ positiv für Osasuna. Aber ich denke mal, dass wir trotzdem die Chance haben. Und Asensio macht auch das 1:0 in der 15. Minute. Damit führen wir. Ramos hat auch in der 15. Minute direkt eine gelbe Karte bekommen. Deulofeu macht das 2:0 in der 45. Minute. Ja, das sieht doch dann recht eindeutig aus. Und Bale kommt für Morata, Bellerin für Pepe. Groß für Ronaldo. Ramos kriegt die gelb-rote Karte. Damit fehlt er im nächsten Spiel. Das ist natürlich richtig bitter. Und Bale wieder verletzt. Oh, ich hoffe, er wird nicht lange verletzt sein. Das wäre natürlich richtig, richtig schade. 2 Spiele nach seiner Verletzungspause gespielt und schon ist wieder alles im Arsch. Das wäre richtig bitter. Spieler gesperrt, natürlich ein Spiel. Na gut, okay. Er wird für 6 Wochen ausfallen. Kaum ist er wieder da, Gareth Bale, ist er auch schon wieder verletzt. Das ist natürlich richtig, richtig bescheiden. Shit! Naja, so will ich es auf jeden Fall nicht haben. Aber naja, jetzt müssen wir damit leben. Hätten wir mal doch gespielt, dann wäre er vielleicht nicht verletzt gewesen. Naja. So, Real Madrid, wir werden uns mal selber loben. Scheiß auf Sevilla. Um die kümmern wir uns gar nicht. Und ich habe gerade gesehen, dass wir direkt danach noch ein weiteres Spiel haben. Das ist ja krass. 2 Tage danach müssen wir wieder ran. Was ist das denn für ein Scheiß? Das geht ja gar nicht. Das heißt, wir spielen gegen Osasuna, 2 Tage später gegen Sevilla und nochmal 2 Tage später gegen Granada, 3 Tage später gegen Espanyol, 3 Tage später gegen Rom, 2 Tage später gegen Malaga und 3 Tage später wieder gegen Villarreal. Was ist denn das für ein Käse? Wir haben alle 3 Tage ein Spiel bis zum Spiel gegen Eibar. Dann haben wir endlich mal wieder eine Woche Pause, um dann wieder kurz danach gegen Roma zu spielen. Also das ist doch bescheiden. Das geht doch überhaupt nicht. Aber naja, wir müssen damit leben. Dafür haben wir dann relativ schnell dann Ramos wieder fit anscheinend. Naja, Juri, ich denke mal, Marquinhos kann rein. Pepe ist jetzt auch quasi komplett tot. Aber ich hoffe mal, dass er bis zum nächsten Spiel wieder fit sein wird. Sonst wäre das auch wieder ganz, ganz großer Käse. Ich denke mal, dass wir jetzt erstmal, ich glaube, wir konnten trainieren. Genau, wir können trainieren. Dann warten wir mal einen Tag ab und ich hoffe mal, dass Pepe wieder einigermaßen fit ist. Wir werden mal hier simulieren und gucken, was die Jungs im Training machen. Wehe, ihr macht nichts, ey. Das wäre richtig bitter. Čermák und Medved haben sich wieder ein bisschen verbessert. Aber nicht so, wie ich es mir eigentlich wünsche. Die sollen sich ja noch auf jeden Fall richtig deutlich pushen. Wir haben ja ein Ziel, wir haben ja ein großes Ziel bei den Vorstandserwartungen, dass wir mindestens 10 Punkte da erreichen. Ob wir das aktuell so packen, weiß ich auch nicht. So, Gast Sevilla und jetzt geht's los. Pepe, ja, Pepe ist nicht fit. Ah, shit. Haben wir noch einen anderen? Varane ist auch komplett tot.
Ja, wir haben jetzt irgendwie keinen anderen Innenverteidiger, ne? Das ist ja richtig scheiße. Ah, das ist richtig scheiße. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann mal nachlegen, was die Innenverteidiger angeht. Weil jetzt ist Pepe halbwegs tot. Marquinhos kann spielen, Varane ist verletzt und Ramos ist gesperrt. Oh, das ist bitter. Das ist richtig, richtig bitter. Aber naja, müssen wir jetzt auf jeden Fall mit leben. Anders geht's nicht. Wir werden mal ganz kurz das Team machen. Marcelo darf natürlich auch mal wieder spielen. Ganz klare Sache. Asensio kommt raus. Dafür kommt natürlich wieder Modric rein. Kroos kommt natürlich rein für Casemiro. Und Rodriguez für Ali. Deulofeu muss ja spielen. Morata braucht nicht spielen. Da kann Dybala mal wieder rein. Ansonsten sind wir eigentlich durch mit dem ganzen Kram, würde ich mal fast behaupten. Vasquez muss für Bale rein. Ansonsten sind wir eigentlich gut besetzt. Ja, Pepe ärgert mich ein bisschen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob irgendein anderer Spieler in Verteidigung kann. Kann es Silva? Silva kann es vielleicht. Nee, Silva kann es nicht. Quentrao. LVLM. Oh, das ist ja richtig bitter, ne? Cavachai? Auch nicht. Bellerin kann es nicht. Marcelo könnte es. Nee, könnte es wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, jetzt haben wir natürlich ein Innenverteidigerproblem. Das ist richtig bitter. Aber das löst sich ja sowieso, wenn der liebe Ramos wieder da ist. Ich denke, gegen unseren nächsten Gegner, gegen Sevilla, müssen wir da jetzt einfach mal mit leben und müssen einfach so ran. Und ich würde sagen, wir labern jetzt nicht lange rum. Wir gehen jetzt einfach ins Stadion und gucken mal, was passiert. Herzlich willkommen in Sevilla im El Libertador zum Spiel Sevilla gegen Real Madrid in der La Liga. Ein spannendes Match erwartet uns hoffentlich. Der zweite. Oh, wir sind mittlerweile nur noch Zweiter, aber wir haben auch 3 Spiele Rückstand. Das liegt, ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass wir jetzt alle 3 Tage spielen müssen, weil wir 3 Spiele Rückstand haben. Naja, wir sind auf jeden Fall der Zweite. Und ich glaube, wir kommen relativ schnell wieder ran, wenn wir die nächsten paar Spiele gewinnen und überholen wieder Barcelona. Und Sevilla auf dem 7. Platz. Sevilla dürfte nicht zufrieden sein eigentlich mit dem 7. Platz. Die wollen sicherlich europäisch spielen. Champions League weiß ich nicht, aber sicherlich Europapokal. Und 14 Tore oder 14 Gegentore ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass Sevilla eine ziemlich, ziemlich starke Abwehr hat. So, hier sehen wir das Team. Salvatore Sirigu spielt im Tor. Das ist der Ersatz für Sergio Rico. Wahrscheinlich Rami, Coloccia, Jack Carrizo, Nzonzi, Ibora, Nasri, Vasquez, Vitolo, Vietto vorne und irgendwer anders noch. Also, die haben auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Team. Wo wir echt ein bisschen aufpassen müssen. Haben ja auch ein bisschen Geld gekriegt. Ben Yedder ist noch vorne im Sturm. Wahnsinn. Also, Ben Yedder und Vietto. Nicht schlecht. Ja, unser Team kennen wir ja sowieso. De Gea im Tor, Marcelo links, Pepe für den gesperrten Sergio Ramos, Marquinhos, Bellerin, Modric, Kroos, Rami Rodriguez, Ronaldo, Dybala und leider Deulofeu. Aber Deulofeu spielt ja eigentlich immer ganz gut. Aber leider in der Form, dass Gareth Bale mal wieder verletzt ist nach dem Osasuna-Spielen. Das ist richtig, richtig. Also, ach, der hat dieses Jahr echt ein Pech, ne? Das kann nicht angehen. So, jetzt der erste Angriff über Dybala, über Deulofeu. Wieder auf Dybala. Ah, der Pass kommt nicht an von Deulofeu. Das wäre super gefährlich geworden. Wenn jeder erkämpft sich den Ball. Vasquez. Vasquez. Gut gemacht von Vasquez. Ben Yedder. Vietto. Nasri. Ah, das ist stark. Aber wir holen uns den Ball. So, Angriff. Von uns. Schöner Ball von Modric auf Dybala, aber der war ein bisschen zu weit. Salvatore Sirigu hat mitgearbeitet. Oh, schönes Ding. James auf Dybala und der macht das nächste Ding. Dybala mit dem 1:0 nach 8 Minuten. Sehr stark gemacht von James. Das hat er überragend gemacht. Der Pass war auch super. Dann der Fehler in der Verteidigung von Sevilla. Und schon hat es gerappelt. Ja, so einen macht Dybala natürlich. Das erste Tor von ihm in der La Liga. Und es ist direkt, ja, das erste Tor in seinem La Liga-Debüt. Sehr stark. James.
Vendetta. Nee, stimmt nicht. Er hatte ja das Debüt gegen Celta Vigo. Stimmt. Tut mir leid. Vito läuft sehr schön auf Vendetta. Vendetta macht das gut, aber Modric macht es besser. Und jetzt die Möglichkeit zu kontern. Über Ronaldo. Ah! Setzt sich leider gegen Vitolo nicht durch. Vitolo macht das sehr gekonnt. Und Modric, sehr schön. Oh, warum nimmt Dybala den Ball nicht an? Was ist denn mit ihm? Vázquez. Vieto. Vieto. Immer noch Vieto. Ja, dribbelt sich irgendwie nach hinten. Pepe fehlt jetzt aber hinten in der Verteidigung, aber das dürfte kein Problem sein für uns. James auf Dilofio eigentlich, aber Nzonzi hervorragend. Aber wir kriegen wieder die Pille. Also es ist, na, noch nicht so gut, was Sevilla da in der Verteidigung macht. Wir kommen da sehr leicht durch. James. Dilofio. Und Rodriguez versucht das mit dem Schuss und der wurde abgelenkt. Und ist da, das ist das 2:0. Ja, da war Sirigu durchaus überrascht, dass der Ball ins Tor geht. Und ich glaube, James Rodriguez ist es eigentlich auch. Aber das war stark. Richtig schöner Schuss. Abgelenkt von, ich glaube, Caristo. Ja. Keine Chance für Sirigu. Der hat das nicht kommen sehen. Und das ist das 2:0 nach 21 Minuten für Real Madrid. Das ist eindeutig. Das ist leider eindeutig. Sevilla spielt eigentlich technisch ganz sauber, technisch ganz gut. Versuchen es auch. Aber machen dumme Fehler im Aufbauspiel, dumme Fehler in der Verteidigung. Und dann kommt sowas bei raus. Dann kommt sowas bei raus. Hier sehen wir, wie technisch gut die eigentlich sind. Vázquez. Oh, starker Ball. Auf Vieto. Vieto macht das hervorragend und die Chance. Und Ronaldo. Huiuiui. Ecke für Sevilla. Es wird eine kurze Ecke geben. Nasri auf Benjeda. Und Marcelo. Ja, klärt wenigstens zum Einwurf. Und jetzt Einwurf für Real Madrid. Ja, tja, so läuft das. Ronaldo. Sehr schön. James. Wartet auf Ronaldo. Jetzt hat er ein bisschen Platz. Ah, oh, sehr stark von Ronaldo gemacht. Das war sauber gespielt. Modric versucht es mit dem nächsten Schuss. Luka Modric, 3:0. Ja, das ist ja natürlich, das ist, tja, überraschend. Jeder Schuss ein Treffer. Hier in diesem Spiel. Zumindest für Real Madrid. Das ist ja der Wahnsinn. Ausgehend von Cristiano Ronaldo, der das hervorragend gemacht hat, der seinen Verteidiger ausgespielt hat, Wiener 1. Und dann der Ball auf Luka Modric und der haut einfach mal drauf. Und wie er drauf haut, das 3:0. Und Real Madrid hat wahrscheinlich noch nicht mal angefangen. Eigentlich kommt Real Madrid nicht so richtig gut ins Spiel, aber das scheint ihn nicht zu interessieren. Oh, Dybala. Kommt sogar noch an den Ball. Oh, gut gekämpft von Dybala. So, jetzt Ronaldo. Oh, das war, glaube ich, relativ unfair. Aber der Schiedsrichter pfeift nicht. Vieto. Nasri. Sami Nasri. Auf dem linken Flügel. Oh, kommt Groß nicht hinterher. Vieto. Vázquez. Also langsam muss mal was kommen und da kommt das Foul. Aber Benjeda versucht es. Und das war sogar sehr knapp. Starke Chance von Benjeda. Also Sevilla hätte sich eigentlich durch den Spielstil auf jeden Fall schon mal ein Tor verdient. Und ach, da wäre es fast gewesen. Irgendwer von uns ist verletzt, glaube ich. James. Schlecht gespielt von James. Ich glaube, es ist Modric. Ja, es dürfte Modric sein. Dilofeu. Schöner Ball auf Dybala. Der spielt zurück auf Dilofeu. Der spielt weiter auf James Rodriguez, aber Nzonzi. Wieder Dilofeu. Wieder auf James Rodriguez und wieder Nzonzi, glaube ich. Also der macht eine hervorragende Partie im zentraldefensiven Mittelfeld.
Aber so wirklich hervorragend ist das nicht. Irgendwas fehlt mir im Mittelfeld von Sevilla. Vor allem, ich glaube, die Fehler im Aufbauspiel, das sind die Fehler, die dieses Spiel ein bisschen zerstören für Sevilla. Tja, 3:0 zur Halbzeit, das ist sehr eindeutig für Real Madrid. Ich glaube fast, dass jeder Schuss echt ein Treffer war. Ja, 4 Schüsse, 3 aufs Tor, 3 Treffer. Das ist natürlich sehr, sehr eindeutig. Modric ist leider ein bisschen angeschlagen. Ich denke mal, aus Vorsicht werden wir ihn mal auswechseln und dafür Ødegaard reinnehmen. Ødegaard hat jetzt länger nicht gespielt. Ich denke mal, dass er sich das auf jeden Fall verdient hat. Ansonsten lassen wir erstmal alles wie gehabt. Sehr, sehr gutes Spiel von Real Madrid. Zumindest was die Chancenverwertung angeht. Das war mehr als eindeutig. Sevilla ansonsten spielbestimmend. Wenn nicht diese Fehler wären. Wenn nicht diese Aufbaufehler wären. Wäre das eigentlich eine herausragende Partie von Sevilla. Chancen haben sie ja kaum, aber... Trotzdem ist das gar nicht so schlecht. Also mir gefällt die Spielweise. Oh, Ødegaard, stark gemacht. Muss man ja mal anerkennen. Dybala, sehr schön auf Ramos Rodriguez. Rodriguez. Der versucht auf die Lufeo zu spielen. Rami hat aufgepasst, hat den Braten gerochen, holt sich den Ball. Und wieder Sevilla. Also die Angriffe von Real Madrid sind ultra gefährlich. Jeder einzelne Angriff. Und wieder Dybala. Schön auf Toni Kroos und Sirigu. Dybala. Dybala. Versucht es sogar von da. Wird gelegt, aber das war fair, sagt der Schiedsrichter. 55 Minuten gespielt und wieder hat Real Madrid die besseren Chancen. Aber das war ein schlechter Ball. Dürfte von Ødegaard gewesen sein. Nasri jetzt. Ah, da rücken wir raus, wenn jeder gegen Marquinhos, Marquinhos gewinnt. Also wir haben in der Verteidigung tatsächlich alles unter Kontrolle. Also das ist gar nicht so verkehrt. Obwohl Sevilla eigentlich ganz gut und technisch stark und sauber spielt, haben wir da überhaupt keine Probleme. Überhaupt nicht. Ja, das beweist, wo der Unterschied ist von bester Verteidigung der Liga gegenüber der zweitbesten Verteidigung der Liga. Die großen Probleme, die Sevilla hat, die haben wir nicht. Benjeda. Iborra. Schönes Ding. Oh, das war gar nicht so schlecht. Ganso. Hat die Chance, aber nachher. Ja, wir haben auch natürlich dazu nicht nur eine gute Verteidigung, sondern auch ganz klar. Oh, jetzt warten wir erstmal ab. Dybala, was Dybala macht. Doch, das ist ärgerlich. Hätte mal wieder gelupft wie im letzten Spiel. Dann wäre alles besser gewesen, oder? Nee, er hat es in diesem Spiel gemacht, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Was wollte ich sagen? Naja, wir haben neben der besten Verteidigung natürlich auch noch einen herausragenden Torwart. Groß. Oh! Ronaldo! Aber Kolo hat das sehr gut gemacht. Kolo Gijak. Ich habe keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Quirlig im Angriff. Heißt es heute bei Paulo Dybala. 67 gespielte Minuten, ein Tor, 2 Schüsse, 2 aufs Tor. 50% Erfolgsquote. So, jetzt aber erstmal wieder Ecke für Real Madrid. Pepe versucht es. Kolo haut den Ball erstmal raus. So, Marquinhos. Oh, schlechter Ball von Marquinhos. Nasri riecht den Braten und Aguirreche gegen Marquinhos und auch da hat Marquinhos wieder die Oberhand. Ramos. Oh. Stark von Ramos eigentlich gemacht. Und Ronaldo. Oh, schön auf Ødegaard. Der versucht es. Ah, Sirigu. Ohne zumindest große Probleme. Hat den Ball auf jeden Fall gehalten, auch wenn es ein bisschen unsicher war. Und Pepe. Pepe, muss ich sagen, macht gute Spiele. Oh, starker Ball. Ramos. 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 Auf Dybala und der schießt an den Pfosten. Was ist denn das? Ist das ärgerlich? Das kann ja nicht wahr sein. Und dann der Schuss von Ødegaard. Ja, der ging drüber. Aber Dybala hätte das Ding machen müssen. Ramos spielt noch auf Dybala rüber. Und dann sowas. Da hätte es Ramos wahrscheinlich im Abschluss besser gemacht. Aguirreche.
Aguirreche, sehr schön. Ben Yedder. Oh, stark gespielt. Stark gespielt von Sevilla. Das war sauber gemacht. Ben Yedder auf Vitolo. Ja, ganz klares Ding. Schönes Tor von Sevilla. Aber ich glaube, das wird jetzt den Unterschied nicht mehr machen. Das wird keinen Unterschied mehr machen. Oh, schlechter Pass. Ich denke auch, dass wir erstmal kurz wechseln werden. Rodriguez ist schon ziemlich platt. Kroos ist schon ziemlich platt. Pepe ist platt. Aber wir können nicht alle wechseln. Ich denke mal, dass wir Ali und Asensio reinnehmen. Wobei, nee, Asensio besser nicht. Lieber einen defensiveren. Casemiro. Ja, ich glaube, Pepe, der kann überhaupt nicht mehr. Aber er musste heute spielen. Ben Yedder. Ja, wir spielen quasi nur mit 10 Mann, ohne Pepe. Weil der liegt quasi gleich tot auf dem Boden. So, sehr schön. Dybala, sehr schön. Und jetzt Ronaldo. Der hat noch die Kraft. Der hat noch die Kraft. Der hat noch die Kraft. Auf, oh Gott. Ist das ärgerlich. So, jetzt Vitolo gegen Pepe. Das kann ja nichts werden. Seht euch an, er braucht gleich einen... Auf jeden Fall irgend so ein Belebungszelt. Wie heißt das? Ich weiß es nicht. Sauerstoffzelt. Aber wir haben es wenigstens einigermaßen geklärt. Das war wichtig. Casemiro. Schöner Ball auf Dybala. Jetzt kann es nochmal gut werden. Dybala. Dybala jetzt. Dybala. Rüber auf Deulofeu. Ah, verliert den Ball. Aber wir kriegen trotzdem Einwurf. Also 90 Minuten gespielt. Sevilla gewinnt dieses Spiel auf jeden Fall nicht mehr. Dafür waren wir zu gut. Dybala! Schade. Und Nasri. Tja. Das war's. Das Spiel ist vorbei. Tja. Wir haben eigentlich ganz gut gespielt, muss man sagen. Also schlecht war es nicht. Sevilla war ziemlich stark, wie erwartet. Aber wir haben sehr, 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 sehr deutlich unsere Tore reingemacht. Wir waren sehr effizient vom Tor, haben dann letztendlich 3-1 gewonnen, nachdem Vitolo nochmal verkürzt hat. Dybala hat eigentlich eine ziemlich gute Partie abgeliefert, hat ziemlich gut gespielt. Ich glaube, ein Tor und eine Vorlage oder so. Ich bin mir nicht sicher. Nee, Vorlage hat er keine gegeben, aber zumindest ein Tor. Ja, gut gespielt, definitiv. Und ich bin eigentlich ziemlich, ziemlich zufrieden. Sevilla ist kein schlechter Gegner, deswegen ein 3-1 ist da schon ziemlich gut. Und wir hatten auch oftmals auch die Möglichkeit, dann noch das 4-1 oder 4-0 zu machen teilweise. Also von daher bin ich da echt super zufrieden. So, der nächste Gegner wird Granada sein. Wir gucken mal ganz kurz, auf welchem Platz Granada ist. Granada sind auf dem 12. Platz, das heißt, wir werden das simulieren und dann das Spiel direkt danach wahrscheinlich spielen. Spieler verletzt, das gucken wir uns gleich an. So langsam haben wir echte Verletzungsprobleme. Espanyol wird das nächste Spiel danach sein. Ich glaube, das können wir definitiv spielen. Das brauchen wir nicht simulieren. Wir gucken mal ganz kurz, wo Espanyol... Espanyol ist auf dem 15. Platz. Schauen wir mal. Eventuell spielen wir dann gegen Rom oder so. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sollten wir dann auf jeden Fall schnell durch sein. So. Luka Modric... Schulterprellung wird für 5 Tage ausfallen. Okay, das ist nicht das Problem. Sergio Ramos ist wieder da. Da ist unser erstes Problem schon mal behoben. Das ist gut. Pepe kann auf jeden Fall sich mal eine Pause gönnen. Hat er sich auch letztendlich verdient. Und den Rest der Aufstellung machen wir auf jeden Fall, denke ich mal, danach. Modric, ist ziemlich tot. Kroos ist platt. Rodriguez ist platt. Also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen wechseln gegen Granada. Aber ich denke mal, das ist ein Simulationsspiel, das sollte uns jetzt nicht so groß jucken. Also von daher alles in Ordnung. Juri, alles klar, damit hätten wir diese Folge auf jeden Fall beendet. Das nächste Spiel also gegen Granada, gegen Espanyol also in der nächsten Folge und vielleicht gegen AS Rom. Mal gucken, ob wir von den Spielen irgendwas spielen. AS Rom spielen wir natürlich definitiv, aber ich weiß nicht, Granada... Und Espanyol müssen wir abwarten, wie wir das machen. Espanyol ist eigentlich ein interessanter Gegner. Schauen wir einfach mal. Naja, damit ist auf jeden Fall diese Folge beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Just let me out. That clock
keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, and my balls keep